Der Einsatzleiter des zivilen Rettungsschiffs CI sagte am Montag, Italiens Innenminister Matteo Salvini mache es Kapitäninnen und Kapitänen unmöglich, sich rechtmäßig zu verhalten. An Bord des Schiffes Alancodi sagte Gordon Isla, das Einfahrtverbot in sichere Häfen führe dazu, dass im Prinzip die Pflichten, die Kapitäne auf See haben, dass sie diese Pflichten sozusagen gar nicht mehr erfüllen können, weil Italien mit nationalem Recht, internationales Recht konterkariert und diese Pflichterfüllung praktisch verbietet. Kapitäne sind dazu verpflichtet, Personen in Seenot zu retten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Status. Dies ist durch das für die Sicherheit auf See grundlegende Übereinkommen aus dem Jahr 1974 geregelt, zu dem sich mittlerweile fast alle Seefahrtsnationen verpflichtet haben. Wenn ein Schiff Menschen aus Seenot rettet, dann kann es jetzt nicht durch alle möglichen Hafenstädte tingeln und schauen, ob da irgendein Land oder irgendeine Stadt aufnahmebereit ist. Also der Place of Safety ist im internationalen Recht klar geregelt, das kann man nicht würfeln. In der Regel ist einfach Lampedusa der nächste Ort und deshalb muss man sich auch folgerichtig immer wieder nach Lampedusa begeben und dort den Place of Safety anfragen. Und das werden wir vermutlich auch in Zukunft einfach so tun müssen, auch wenn die italienische Regierung da wenig amüsiert darauf reagiert. Ein sicherer Ort ist in der Tat eindeutig als ein Ort definiert, an dem die menschlichen Grundbedürfnisse erfüllt werden und das Leben der in Not geratenen geschützt werden kann. Die Crew des Rettungsschiffs Alancodi hatte zuletzt 65 Menschen aus Seenot gerettet, die am 7. Juli in Malta an Land gegangen waren. Da ihre Einsatzzeit noch nicht zu Ende ist, ist das Schiff nun wieder auf dem Weg in die libysche Suche- und Rettungszone, so Isla.